Herzlich willkommen bei Central Station CRM. Hi, herzlich willkommen zu einem kleinen Video zum Thema Sales Funnel in Central Station CRM. Wir haben natürlich in Central Station CRM die Möglichkeit, einen gewissen Sales-Prozess in den Angeboten darzustellen. Aber das ist ja eigentlich erst dann wirklich sinnvoll, wenn ich weiß, es gibt ein gewisses Grundinteresse und es macht auch Sinn, da dann wirklich Arbeit reinzustecken. Für die allerersten Akquiseschritte ist das wahrscheinlich schon zu viel Aufwand, beziehungsweise da ist es sinnvoller, das einfach über Schritte darzustellen, die ich zum Beispiel mit Tags oder mit individuellen Feldern viel besser markieren kann. Diese Idee des Sales Funnels oder des Verkaufstrichters ist ja, dass ich als Vertriebler weiß, in welcher Stufe meines Vertriebsprozesses befinden sich wie viele Kontakte, Leads, Adressen, wie auch immer man es nennen möchte. Das heißt, ich habe vielleicht am Anfang mir einen Adresspool recherchiert oder gekauft und habe da jetzt 1000 Adressen drin und die gehe ich jetzt zum ersten Mal an und frage, ob die grundsätzlich überhaupt für mich in Frage kommen, ob diese das, was hinter diesen Adressen steckt, also die Firmen, sind das wirklich Firmen, die für mein Produkt, meine Dienstleistung in Frage kommen? Dann im nächsten Schritt frage ich Interesse ab, gibt es wirklich welches? Wenn ja, dann bekommen die vielleicht ein Angebot. Im nächsten Schritt machen wir einen Termin aus, es kommt eventuell zum Abschluss. Und damit ich sehe, in welchem Step dieses Prozesses ich mich gerade mit wie vielen Firmen verbinde oder befinde, dann kann ich das eben genau so über einen Sales Funnel darstellen. Und dafür brauche ich gar nicht mal unbedingt diese gesamten grafischen Darstellungen und verschiedenen Tools, die es manchmal gibt oder die Funktionen, die es in manchen CRM-Anwendungen gibt, sondern das lässt sich wunderbar mit diesen individuellen Feldern darstellen. Ich werde mal zeigen, wie es geht. Und zwar, ich gehe rechts oben über das Zahnrad in die Einstellung, genauer gesagt in die Account-Einstellung. Wichtig, das geht nur als Account-Admin oder Co-Admin. Und hier auf den ersten Punkt in der Liste individuelle Felder verwalten. Und jetzt kann ich mir hier ein solches individuelles Feld anlegen und ich nenne es mal, wie gerade besprochen, Sales Funnel. Jetzt überlege ich, ich gehe in erster Linie direkt Personen an oder Firmen stellvertretend. Ich mache es mal auf Personenebene und hier unter Was soll gespeichert werden, gehe ich auf Vordefinierter Wert. Jetzt kann ich hier genau diese Sachen eintragen, die ich für mich selber als verschiedene Stufen in meinem Prozess definiert habe. Das heißt zuerst mal zum Beispiel unqualifizierter Lead. Das heißt einfach ein blanker Adresspool. Voilà, da fehlt ein A. Und hier ein qualifizierter Lead und im nächsten vielleicht ein mal irgendwie Interesse bekundet und jetzt füge ich hier noch welche dazu, Angebot erhalten und das nächste Abschluss. So, und dann vielleicht noch, eigentlich im nächsten Schritt würde man vielleicht noch sagen, After Sales oder Warmakquise, weil natürlich nur, weil ich mal jemandem was verkauft habe, sollte er ja nicht raus aus meinem Vertriebscycle sozusagen, aus meinem Vertriebsauge, sondern ich kann den Leuten ja weiterhin Dinge verkaufen oder nachträglich noch. Okay, ich speichere das Ganze. Und jetzt kann ich hier wieder in meine Einstellungen rausgehen. Und einfach lande dann wieder in mein CRM, einfach in meiner Übersicht auf dem Status und wechsle nochmal auf den Bereich der Personen. Und jetzt kann ich Daten importieren. Und wenn ich zum Beispiel, ich kaufe eine Adressliste oder recherchiere eine Adressliste und importiere die und nenne eine Spalte Sales Funnel, dann kann ich ihn jeweils hinter jeder Adresse genau eben einen dieser Werte reinschreiben, dann werden die schon so importiert. Ich kann das aber da auch natürlich von Hand machen, wenn ich jetzt jemanden anlege. Ich nehme jetzt einfach mal vielleicht hier einfach mal die Interessenten, das sind nur eine Handvoll, glaube ich. Gehe mal hier auf nacheinander arbeiten, bearbeiten und benenne die mal so.
Und sage mal, das hier ist ein unqualifizierter Lead. Und das hier ist auch ein unqualifizierter Lead. Also das mache ich jetzt nur tatsächlich als Beispiel. So, ich beende die Reihenbearbeitung und schalte das mal aus. So. Okay, jetzt habe ich ein paar meiner Kontakte einfach mal entsprechend benannt oder habe denen einen solchen Wert zugeordnet. Und wenn ich jetzt hingehe und ich sage, okay, ich möchte jetzt alle meine erstmal unqualifizierten Leads sehen, dann kann ich mir das hier auswählen und ich sehe, ich habe jetzt zwei Kontakte in den unqualifizierten Leads. Hier steht auch direkt drunter das Attribut, was ich zugeordnet habe und kann die jetzt angehen. Und das mache ich am besten mit der Reihenbearbeitung, indem ich hier auf Treffer nacheinander bearbeiten gehe und dann klicke ich da drauf und dann wird mir der erste Kontakt in der Liste aufgerufen. Ich rufe die an, sage Tach, Frau Weber, wie sieht's aus? Passen Sie zu uns? Ganz generell. Ja, nein, vielleicht. Ich hinterlege vielleicht eine Notiz, lege mir eine Wiedervorlage, speichere das Ganze und gehe zum nächsten. So, und wenn ich jetzt dann einen solchen Lead eben erreicht habe, besprochen habe und sehe, okay, der müsste eigentlich eine Stufe weiter, dann mache ich aus dem qualifizierten Lead einen, aus dem unqualifizierten Lead einen qualifizierten Lead und dann sehe ich genau diese Adresse eben dann in der nächsten Stufe. Das heißt, wenn ich hier die ausschalte und mir die qualifizierten Leads anschaue, dann sehe ich da, okay, da habe ich jetzt im Moment drei Treffer, unter anderem eben den von eben. Im Großen und Ganzen, Sie sehen also immer genau, wie viele Treffer Sie in der einzelnen Stufe haben, können die nacheinander abarbeiten und so Ihre Akquise relativ systematisch vorantreiben. Der Vorteil von solchen individuellen Feldern gegenüber von Tags, womit Sie das ja auch machen könnten, ist, dass Sie mehrere Tags parallel vergeben können. Das heißt also, theoretisch könnten Sie einem Kontakt sowohl das Tag unqualifizierter Lead wie auch qualifizierter Lead geben und er würde in beiden auftauchen. Das ist jetzt im Falle dieser vordefinierten Werte der individuellen Felder nicht mehr der Fall, sondern hier gibt es eben eine eindeutige Zuordnung. Im Grunde war es das schon. Insofern drücke ich Ihnen die Daumen oder wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrem Akquise- und Vertriebsalltag und wünsche Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss. Viel Spaß mit Central Station CRM und den weiteren Videos.